Moin aus Hamburg und willkommen zu Transfermarkt TV. Statt der Live-Sendung gibt es heute eine Extra-Sendung mit heißen News und Gerüchten. Unter anderem Sergio Aguero hat einen neuen Club gefunden. Das gleiche gilt auch für Gregor Kobel. Wohin es geht, verraten wir euch im Laufe der Sendung. Und dann bahnt sich möglicherweise ein Mega-Tauschdeal zwischen Cristiano Ronaldo und Paul Pogba an. Das und vieles mehr jetzt bei uns. Wir starten mit der Gerüchteküche und eben diesem möglichen Mega-Deal zwischen Cristiano Ronaldo und Paul Pogba. Denn Juventus Turin und Manchester United sollen sich eventuell, und das berichtet zumindest die Gazzetta dello Sport, in dieser Hinsicht einig werden können. Beide Clubs, beziehungsweise vielmehr beide Spieler, könnten die Clubs tauschen und wieder zu ihren Ex-Clubs zurückkehren. Pogba wechselte ja 2016 für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United. Seither gab es immer wieder Gerüchte um einen Abgang. Der Vertrag des Franzosen läuft 2022 aus. Mittlerweile ist Pogba 28 Jahre alt. Sein aktueller Marktwert liegt bei 60 Millionen Euro. Wir schauen auf Cristiano Ronaldo. Er hat es nicht geschafft, seit seinem Wechsel mit Juve die Champions League zu gewinnen, ist mit 29 Treffern zwar Torschützenkönig in der Serie A geworden, wurde aber noch nie so sehr kritisiert wie in der abgelaufenen Saison. Nur Platz 4 mit Juve und zudem saß er im entscheidenden Spiel um die Champions League Quali gar 90 Minuten auf der Bank. Auch er besitzt wie Pogba noch einen Vertrag bis 2022, sein Marktwert aktuell bei 50 Millionen Euro. Bei einem Wechsel müsste CR7 allerdings auf Gehalt verzichten. Aktuell verdient er rund 500.000 Euro pro Woche. Laut Il Messaggeri soll sich der Portugiese allerdings bereits bei seinen Teamkollegen verabschiedet haben. Der neue Trainer bei Juve, Allegri, soll schon vor Beginn seiner Amtszeit Juve dazu geraten haben, Ronaldo zu verkaufen. Es gibt auch Gerüchte um ein Interesse von PSG, das sich für den Fall, dass Mbappé den Verein verlassen sollte, umschaut. Der hat nämlich auch nur noch Vertrag bis 2022 bei PSG und die letzten Angebote um eine Vertragsverlängerung wohl abgelehnt. Laut Sport 1 sind sich BVB-Star Jadon Sancho und Manchester United größtenteils einig. Allerdings gibt es wohl weiterhin kein offizielles Angebot für den Profi des BVB. Die persönlichen Konditionen zwischen Sancho und United sollen aber bereits seit dem vergangenen Sommer größtenteils geklärt sein. Der BVB verlangt wohl weiterhin 90 Millionen Ablöse. Michael Zorc hat ja gesagt, dass Sancho unter bestimmten Voraussetzungen wechseln dürfe. Die Bild hatte Anfang Mai berichtet, dass die Red Devils bis zum Start der EM am 11.06. die Weichen für eine Verpflichtung Sanchos stellen will. Nach nur einem Jahr bei Inter Mailand könnte Ashraf Hakimi wieder wechseln. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge befinden sich die Mailänder in Gesprächen mit PSG, dass die Verpflichtung des 22-Jährigen laut RMC zur absoluten Priorität auf dem Transfermarkt gemacht haben soll. Die Gazzetta dello Sport spricht sogar von einer bevorstehenden Einigung und einer Ablöse von 60 Millionen Euro. Andere Medien sind da noch zurückhaltender. Inter sei nicht abgelehnt geneigt, Hakimi zu verkaufen. Laut Sky Italia fordert der italienische Meister allerdings 80 Millionen Euro für den Marokkaner. Laut Daily Star möchte Topstürmer Harry Kane Tottenham wohl verlassen. Man City hat großes Interesse an dem Stürmer und möchte wohl Gabriel Jesus im Tausch für Harry Kane anbieten, plus eine Ablösezahlung an die Spurs überweisen. Auch Nathan Ake wird als möglicher Tauschkandidat genannt, das ist allerdings eher unwahrscheinlich. Laut Fabrizio Romano hat Atletico Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung von Rodrigo de Paul von Udinese Calcio. Die Spanier sollen schon Kontakt aufgenommen haben. Udinese verlangt wohl 40 Millionen Euro für den Akteur. Atletico bietet demnach 20 plus weitere Spieler. Laut AS beobachtet der FC Barcelona Owen Weindahl von AZ Alkmaar. Er spielt seit der Jugend für den Eredivisie-Club. Der 21-Jährige könnte die Nachfolge von Jordi Alba als Linksverteidiger bei Barca antreten. Bestritt in der abgelaufenen Saison 43 Pflichtspiele, kam auf 2 Tore und 6 Vorlagen. Und dann gibt es noch mehr News bei Barca. Die Verpflichtung von Eric Garcia ist so gut wie fix. Zu Redaktionsschluss allerdings noch nicht ganz offiziell. Und auch der Transfer von Jorginho Wijnaldum nimmt immer mehr Form an.
Laut Football International ist der VfL Wolfsburg an Steven Berghuis interessiert. Der Mann von Feyenoord Rotterdam soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 4 Millionen Euro besitzen. Sein Vertrag bei Feyenoord läuft noch bis 2022. Die Ausstiegsklausel mit 4 Millionen liegt deutlich unter seinem Marktwert von 12 Millionen Euro. Gemeinsam mit Dusan Tadic war er der beste Scorer in der Eredivisie. 18 Tore und 14 Torvorlagen in 31 Spielen. Zudem auch für die EM nominiert. Auch die PSV Eindhoven soll an Berghuis interessiert sein. Laut Revier Sport wird Yannick Haberer im Umfeld des VfL Bochum als möglicher Neuzugang genannt. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2022 in Freiburg. Letzte Saison kam er verletzungsbedingt nur 14 Einsätze, war bereits 15-16 als Leihgabe von Hoffenheim beim VfL aktiv. Bochum will bzw. kann allerdings keine Ablöse zahlen. Schon im letzten Sommer gab es Abwanderungsgerüchte um Haberer. Aufgrund des Abganges von Gregor Kobel, dazu später mehr, sucht der VfB Stuttgart eine neue Nummer 1. Laut Bild und Sky soll Florian Müller Kobel ersetzen. Demnach müssten nur noch letzte Details geklärt werden. Laut Bild wird sich die Ablösesumme bei 5 Millionen Euro einpendeln. In der abgelaufenen Saison war Müller von Mainz an Freiburg ausgeliehen. Den Marktwert hatte er in dieser Zeit von 4,5 auf 7 Millionen Euro gesteigert. Eingangs kurz angeteasert, wir machen eine kurze Pause mit unseren Live-Sendungen am Montag. Dafür gibt es speziellen EM-Content. Von Montag bis Freitag gibt es jeden Tag eine Live-Sendung zur EM. Genauere Infos dann als Post im Community-Tab demnächst. Wir machen weiter mit unserem Ticker und starten mit der eingangs vermeldeten Info. Sergio Aguero hat einen neuen Club gefunden. Er wechselt zum FC Barcelona. Der Stürmer kommt ablöse frei von Manchester City. Dort lief sein Vertrag ja aus. Bei den Katalanen unterschreibt der Argentinier einen Vertrag über 2 Jahre bis zum 30. Juni 2023. Das Ganze mit einer Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro. Gregor Kobel wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Der 23 Jahre alte Torhüter unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2026. Von Dortmund nach Stuttgart fließt eine Sockelablöse von ca. 15 Millionen Euro. Was in den vergangenen Wochen bereits so gut wie feststand, ist inzwischen offiziell. David Alaba wechselt nach seinem Vertragsende beim FC Bayern München Ende Juni nach Spanien und schließt sich dort Real Madrid an. Bei den Königlichen erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 26 und ist nun mit einem aktuellen Marktwert von 55 Millionen Euro der wertvollste Profi der Fußballhistorie, der ohne Ablösesumme den Verein wechselt. RB Leipzig verliert nach Dayo Upamecano den nächsten Stammspieler in der Defensive. Ibrahima Konaté schließt sich Jürgen Klopp und dem FC Liverpool an. Er unterschreibt bei den Reds einen Vertrag bis 2026. Liverpool greift dabei auf eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des 22-jährigen Innenverteidigers zurück, die bei 40 Millionen Euro liegt. Laut Kicker sind inklusive Boni sogar 46 Millionen Euro drin. Der FC Augsburg hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Flügelspieler Lasse Günther kommt ablösefrei aus dem Nachwuchs des FC Bayern München und unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 18-Jährige wurde seit 2016 beim deutschen Rekordmeister ausgebildet, bestritt in dieser Saison 5 Partien in der dritten Liga und wurde von zahlreichen europäischen Spitzenclubs umworben. Dominik Kohr trägt auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des ersten FSV Mainz 05. Das ursprünglich bis zum Saisonende laufende Leihgeschäft mit Eintracht Frankfurt wird um ein weiteres Jahr verlängert. Bei der SGE steht der 27-Jährige, der für Mainz im vergangenen halben Jahr in 17 Partien an 3 Toren direkt beteiligt war, noch bis 2024 unter Vertrag. Innenverteidiger Kevin Wimmer zieht es nach 9 Jahren zurück in seine Heimat nach Österreich. Der 28-Jährige, der in der Rückrunde von Stoke City an den Karlsruher SC ausgeliehen war, wechselt zu Rapid Wien. Der Abwehrspieler wird seinen eigentlich noch bis 2022 gültigen Vertrag bei Stoke auflösen und bei Rapid ein Arbeitspapier über 2 Jahre unterschreiben. Das einige Top-Meldungen des Tages. Wir machen weiter Teil 2 unseres News-Tickers und der beginnt mit Adam Lodge.
Hanžek. Das 18-jährige Top-Talent aus Tschechien verlängert seinen Vertrag beim Fortuna-Liga-Club Sparta Prag. Das Ganze bis 2024. Damit gibt es also erstmal keinen Wechsel des 18-jährigen. Das Talent hatte in dieser Saison 23 Scorerpunkte in 19 Spielen abgeliefert. Als Interessenten für Hanžek galten unter anderem die Topclubs Bayern, Borussia Dortmund oder auch der FC Liverpool. Allein im letzten Saisonspiel für Sparta hatte Hanžek innerhalb von 20 Minuten 4 Tore erzielt. Die SSC Neapel hat nach dem Aus von Trainer Gennaro Gattuso einen Nachfolger gefunden. Zur Saison 2021-22 übernimmt Luciano Spalletti das Amt beim Tabellenfünften der Serie A. Der 62-Jährige stand zuletzt von 2017 bis 2019 bei Inter Mailand an der Seitenlinie, holte dabei in 90 Partien im Schnitt 1,8 Punkte. Auch der frühere Bundesliga-Trainer Peter Bosch hat einen neuen Club gefunden. Er übernimmt den französischen Topclub Olympique Lyon. Der 57-jährige Niederländer, der bis Ende März bei Bayer 04 Leverkusen gearbeitet hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Das teilte der siebenmalige französische Meister am Samstag mit. Massimiliano Allegri folgt auf Andrea Pirlo als Coach bei Juventus Turin. Der musste am Freitag nach nur einem Jahr seinen Hut bei Juve nehmen. Allegri indes bei Juve ein alter Bekannter. Der 53-Jährige saß bereits von 2014 bis 2019 bei Juve auf der Bank und gewann in jeder Spielzeit damals den Meistertitel sowie viermal den Pokal. Zweimal stand Juve mit ihm im Finale der Champions League. Frankreichs früherer Weltklasse-Stürmer Thierry Henry kehrt für die Europameisterschaft als Co-Trainer zur belgischen Nationalmannschaft zurück. Der Weltmeister von 98 arbeitete bereits von 2016 bis 2018 als Assistent bei den Roten Teufeln und war auch Mitglied des Trainerteams bei der WM 2018 in Russland, als Belgien das Halbfinale erreichte. Zum Abschluss noch eine Meldung aus der Bundesliga. Sportsgeschäftsführer Horst Held und der 1. FC Köln gehen nach dem beinahe Abstieg in die 2. Liga nun getrennte Wege. Das teilte der Club am gestrigen Sonntag mit. Held war seit 2019 beim FC als Verantwortlicher für den sportlichen Bereich im Amt. Für ihn übernehmen interimsmäßig Aufsichtsratmitglied Dr. Jörg Jacobs und Ex-Keeper Thomas Kessler. Das war TMTV für heute. Wir sagen wie immer Danke, hinterlasst gerne Kommentare oder ein Like. Wir haben wie immer noch zwei Links für euch. Einmal oben klicken für unser 100K-Special, ein Blick hinter die Kulissen von TMTV und unten für unser aktuellstes Video. Bis bald, macht's gut.